Willkommen zum zweiten Teil meiner Pflanzensammlung. Ich zeige euch jetzt die letzten Philodendren drin, die es nicht ins letzte Video geschafft haben. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen. Philodendron Hederacium oder Scandens ist eine meiner wenigen großen Pflanzen, die ich beim Umzug so mitgenommen habe, wie sie war. Ich habe viele Pflanzen zurückgeschnitten, damit sie leichter zu transportieren sind. Und das ist halt einer der wenigen, den ich nicht zurückgeschnitten habe. Und deswegen ist der super groß und super lang. Und weil er so viele Triebe hat, bekommt er auch irgendwie ständig ein neues Blatt. Und das liebe ich einfach an ihm. Das ist mein Philodendron Melanochrysum, der ist inzwischen relativ groß und den habe ich damals aus Indonesien importiert. Der hat auch irgendwie 2 Jahre gebraucht, bis er sich akklimatisiert hat und ist jetzt immer noch nicht der größte, wie man sehen kann. Und manchmal bereue ich es, dass ich nicht einfach gewartet habe, bis es den hier in Deutschland billiger gab. Aber wie gesagt, jetzt hat er sich inzwischen relativ gut eingelebt und ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis er wieder richtig, richtig schöne große Blätter bekommt. Den Philodendron Florida Beauty habe ich auch noch nicht lange und ich bin richtig gespannt auf das neue Blatt, das sich gerade so ein bisschen rausdrückt. Drückt mir die Daumen, dass es panachiert ist. Der Philodendron Florida Beauty ist ein Hybrid und ich kann euch auch gar nicht sagen, von welchem Philodendron der eigentlich kommt, aber ich kann euch mal einen interessanten Artikel dazu in der Infobox verlinken. Den Philodendron Gigas habe ich vor dem Umzug auch zurückgeschnitten und habe nur den Kopfableger behalten. Deswegen ist er jetzt noch ziemlich klein und ich hoffe, dass er schnell wieder größer wird. Genauso beim Philodendron Superstatum. Das ist ein Philodendron, bei dem ich mir nicht sicher bin, um welchen genau es sich handelt. Der wurde mir als Camouflage verkauft und der hatte am Anfang auch noch eine ganz, ganz leichte Panaschierung, aber nicht wirklich. Und jetzt hat er die Panaschierung inzwischen komplett verloren. Und ja, ich habe einfach, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, was für ein Philodendron es ist. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung und könnt es mir in die Kommentare schreiben. Dann habe ich noch meinen wunderschönen Philodendron Mamei oder Marmai. Bei dem habe ich auch lange gezögert, ob ich ihn mir kaufen soll. Und dann habe ich einen relativ günstigen Ableger bekommen, weil der sehr hässlich war. Also das Blatt war irgendwie gar nicht mehr schön. Aber der war sehr gut bewurzelt und hat auch schon Neuaustrieb. Und das alte Blatt ist dann irgendwann abgestorben. Und jetzt hat er nur noch so wunderschöne Blätter. Und ich bin echt froh, dass ich gewartet habe und jetzt so einen wunderschönen kleinen Mamei habe. Und ich bin auch schon echt gespannt, wie der mal aussehen wird, wenn der mal richtig groß wird. Thank you.
habe ich noch einen anderen Philodendron Gloriosum. Ich hatte im letzten Video ja schon ein Gloriosum gezeigt. Der sieht ein bisschen anders aus. Und auch den habe ich aus Indonesien damals importiert. Der hat sich jetzt auch inzwischen akklimatisiert. Aber das war auch eine echt wirklich lange und schwere Geburt. Jetzt sieht er ganz schön aus und schiebt auch fleißig neue Blätter. Mein letzter Philodendron ist der Hastatum. Den habe ich als ganz kleinen Ableger mal geschenkt bekommen mit 2 oder 3 Blättern. Hat auch eine Zeit lang gedauert, bis er bewurzelt war. Und der müsste jetzt ungefähr so 1 Jahr alt sein. Und das war auch schon meine ganze Philodendron-Sammlung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.